Von der Wirtschaftsrundfunk seit 2008 bis zum Wirtschaftssupercrash, garniert mit dem Coronavirus-Fake. Norbert Nilsson für eine papstdemokratische Räterepublik. Wie das? Ganz einfach. In deinem Einkaufswagen beim Supermarkt ist immer weniger drin, obwohl du immer 100 Euro bezahlt hast. Bei der Arbeiterklasse insgesamt ist seit 1982 im Durchschnitt der Reallohn nicht mehr gestiegen. Die wenigen Lohnerhöhungen wurden meistens allein schon von der offiziellen Inflation wieder aufgefressen. Und erst nach der tatsächlichen Inflation. Wenn diese 3% der Durchschnitt seit 2008 waren, sind das um 36%. Seit 2002 noch einiges dazu, also ca. 40-45%. Seit 2002 durch den Betrug von Gerhard Schröder, in Klammern siehe Kerninflation bei Wikipedia. Zitat: Die Kerninflation schließt die Preise für Lebensmittel, gemeint sind ausländische, und den Energiesektor aus der Berechnung aus, da diese im stärkeren Maße Schwankungen unterworfen sind, deren Ursache nicht innerhalb der betrachteten Volkswirtschaft zu finden sind. Zitat Ende. Link 1. Dass eine Inflationsminderung durch den Staat auch eine BIP-Minderung notwendig macht, lernt man eigentlich schon in den ersten Semestern in der Statistik eines Ökonomiestudiums. Ich verstehe überhaupt nicht, dass alle Ökonomie-Koryphäen wie Max Otto, Mark Friedrich oder Markus Gall das auch nicht mehr angesprochen haben. Die Waren werden immer mehr nicht mit gleichen Zahlen wie 100 Gramm oder 500 Gramm abgewogen, so dass wir sie leicht vergleichen könnten, sondern mit unterschiedlichen Zahlen wie 136 oder 467 Gramm abgewogen. Dies dient der Verschleierung bei der Vergleichbarkeit und bei der Feststellung der Preissteigerungsrate. Also ein Kennzeichen dafür, dass Regierung und Konzerne uns betrügen wollen. Du musst also immer deinen Rechner beim Einkauf dabei haben. Verbraucherzentrale Hamburg, Link 2, Zitat: Mogelpackungen wie nie zuvor gemeldet. Im ersten Halbjahr 2018 ist die Zahl der von uns erfassten Lebensmittel, bei denen durch eine Reduzierung der Füllmenge der Preis versteckt erhöht wurde, um 51% gestiegen. Viele Schokoladentafeln der Marke Milka enthalten mittlerweile weniger als 100 Gramm Schokolade. Die neue Sorte Oreo Sandwich hat nur eine Füllmenge von 92 Gramm. Die Tafel ist damit um 9% teurer als eine 100 Gramm Tafel. Zitat Ende. Link 2. Nun ist die Blase geplatzt, wobei der Coronavirus nicht die Ursache war, sondern höchstens nur der Auslöser, wie auch viele der unabhängigen Marktbeobachter meinen. Titelzitate: Egon von Gajet, das war's. Link 3: Börsencrash, die Ankunft des schwarzen Schwans. Link 4: Finanzmarktwelt, Aktienmärkte. Am Montag droht schon der nächste Crash.
Link 5. Rette sich, wer kann. Link 6. Gedanken zu einer inszenierten Krise. Link 7. Auf YouTube Mark Friedrich. Der größte Crash aller Zeiten. Was jetzt tun? Link 8. Egon von Geiertz Interview. Game over. Der schwarze Corona-Schwan ist gelandet. Link 9. Finanzmarktwelt. Markus Karl. Coronavirus ist nicht schuld an der Krise. Link 10. Ende der Titelzitate. Die Ursache der Wirtschaftskrise war die niedrige Profitrate und demzufolge die hohen Schulden, das Gelddrucken ohne entsprechende Wertschöpfung, die Zombiebetriebe und die Derivate. Also die Riesenblasen, von denen wir schon seit Jahren reden, sie sind jetzt mit einem Rums geplatzt. Man könnte auch sagen, das Coronavirus gibt es, weil der Kapitalismus momentan mit einem Riesencrash zu Ende geht, um die Todeszuckung der Marktwirtschaft zu verschleiern. Haben die obersten Geldbusse den Coronavirus aktiviert. Es ist also der letzte Akt der Marktwirtschaft. Nun gibt es nur noch die Alternativen Barbarei oder Rabassemkartsche Weltrepublik. Zitat aus der linken Zeitung. Die bekannte chinesische Nachrichtenwebsite Wangqiu berichtet über einen Fall in den USA, bei dem ein Verwandten einer Frau von Ärzten mitgeteilt wurde, sie sei an der Grippe gestorben. In der Sterbeurkunde jedoch das Coronavirus als Todesursache angeführt worden sei. Am 26. Februar berichtete die ABC News Tochter KGCT8 News Network, dass eine Frau kürzlich den Medien mitgeteilt habe, dass ihre Schwester an einer Corona-Infektion gestorben sei. Almeda Stone aus Montrose, Colorado, sagte, sie, das medizinische Personal, haben uns darüber informiert, dass es sich um eine Grippe handelt. Und als ich die Sterbeurkunde erhielt, wurde als Todesursache Coronavirus angeführt. Zitat Ende. Aus linke Zeitung Coronavirus Made in USA? Fragezeichen. Link 11. Zitat aus der deutschen Wirtschaftsnachrichten 11.03.2020. Lungenarzt schlägt Alarm. Wirtschaft und Politik wollen das Coronavirus für ihre Zwecke instrumentalisieren. Für den Arzt und Gesundheitsexperten Dr. Wolfgang Wodak ist das Coronavirus nur eines von vielen Viren, die Erkrankungen der Atemwege auslösen können. Der ehemalige Bundestagsabgeordnete warnt vor einer Instrumentalisierung durch Wirtschaft und Politik. Zitat Ende. Link 12. GenFM interviewt am Telefon diesen Dr. Wolfgang Wodak, Internist und Lungenarzt, Amtsarzt und von 1994 bis 2009 Mitglied des Bundestags als Initiator und Sprecher der Enquete-Kommission Ethik und Recht der modernen Medizin.
einige Punkte daraus. Die Maßnahmen der Bundesregierung der Einschränkung der Freiheitsrechte ist falsch, unnötig und gefährlich. Die Vorsicht macht mehr kaputt. Das ist eine Grippewelle wie jedes Jahr. Die Corona-Fälle haben nicht zugenommen gegenüber letzten Jahr, sondern die Tests, als sie in Wuhan aufgehört haben zu testen, war dort die Pandemie vorbei. Im Sommer wird das Geschehen mit Atemwegserkrankungen vorbei sein. Ende Telefonat. Link 13. Noch ein Titelzitat: Corona. Die Epidemie, die nie war. Dr. Med. Klaus Köhlein, Kiel, von RT Deutsch. Link 14. Noch ein Titel: Der Hamburger Arzt Heiko Schöning im Gespräch mit Jens Lehrig über Corona und die Zukunft. Link 15. Noch eine kritische Virologin zum Corona. Bei KenFM am Telefon zur Corona-Virologie. Karin Mölling. Link 16. Auch wenn die Pandemie vorbei sein sollte, wird dennoch die Superwirtschaftskrise weitergehen. Bei einer einfachen Erkältung von Pandemie zu reden, ist für den Geldadel überaus praktisch. Die Menschen wollen auf Veranstaltungen über den Crash und die Alternative zur Marktwirtschaft reden. Das hat der Geldadel überhaupt nicht gern, dass dann über eine Alternative zu ihm diskutiert. Also werden die Veranstaltungen verboten. Wegen Ansteckungsgefahr wird gesagt. Und jeder glaubt es. Und alle nehmen es hin und finden die Einschränkung der Freiheitsrechte auch noch gut. Mit der Ansteckungsgefahr wird weltweit Angst verbreitet, so dass alle Maßnahmen der Regierung hingenommen werden. Demonstrationen sind verboten. Also alles das, was bei wirtschaftlichen Problemen des Kapitals sowieso getan wird. Was Corona kann, wie bestellt. Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass die Weltgesundheitsorganisation hauptsächlich von der Pharma finanziert wird. Ist der letzte Point of No Return garniert mit einer Scheinepidemie der Pharmaindustrie. Die Börsen werden noch weiter runterstürzen, vielleicht bis 10%. Und die Realwirtschaft auch. Manager-Magazin vom 18.03.2020. Unternehmer und Steuerexperten schlagen Alarm wegen drohender Pleitewelle. Zitat: Der Realwirtschaft droht eine Kernschmelze. Und diese hat an vielen Stellen schon begonnen. Zahlreiche Unternehmen werden nicht mehr lange überleben, wenn plötzlich die Umsätze einbrechen, viele Kosten aber weiterlaufen. Zitat Ende. Link 17. Damit entledigt man sich der Zombie-Firmen. Alle Autofabriken stehen still. Somit können die Autobauer ihre Riesenhalden mit Hunderttausenden von PKWs abbauen, während die Lohnempfänger Kurzarbeitergeld vom Staat bekommen. Handelsblatt vom 18.03.2020. Zitat: Maschinenbau steht vor Entlassung, denn in vielen Unternehmen stehen ganze Hallen still.
Aktuell liegt die Auslastung in der Branche auf dem historischen Tief von 71,9%. Zitat Ende. Jetzt wissen wir, wie die Todesuckungen des Kapitalismus aussehen.